Die Sparkasse Habichburg-Sude hat ja schon Wurzeln, die 175 Jahre zurückliegen. Das heißt, in den letzten 175 Jahren haben wir uns intensiv um die Wünsche und Ziele unserer Kunden, die hier leben, gekümmert. Das ist natürlich eine Tradition, die verpflichtet, die tief in unserer DNA verwurzelt ist und der wir uns auch verpflichtet fühlen. Die Region zeichnet sicherlich aus die hanseatische Tradition und die Bodenständigkeit auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch die Offenheit, Neugierde auf Neues. Das 175-jährige Jubiläum hat für uns eine ganz besondere Bedeutung. Uns ist einfach wichtig, dieses Jubiläum angemessen mit unseren Mitarbeitern, mit den Kunden und mit der Bevölkerung unserer Region auch zu feiern. Mit diesem Film anlässlich des Jubiläums ermöglichen wir allen Interessierten einen tiefen Einblick in die Seele unserer Sparkasse. Was hat uns in den letzten 175 Jahren auch ausgezeichnet? Welche Werte machen uns stark? Uns war wichtig, ein möglichst authentisches Bild der Sparkasse Habichburg-Sude wiederzugeben. Und deshalb war uns einfach ganz, ganz wichtig, auch mit echten Menschen, sprich mit Mitarbeitern unseres Hauses, diesen Film auch zu gestalten. Natürlich geht man immer ein bisschen Unsicherheit daran, was wird einen da erwarten. Letztendlich hat sich diese Unsicherheit aber auch ganz schnell gelegt, weil es halt eben ganz natürliche Situationen waren, die man in diesem Film verkörpert hat und gespielt hat. Ich hätte niemals gedacht, dass man so oft eine Szene drehen muss, bis man dann wirklich das Endprodukt fertig hat. Es war so glatt. Es war so glatt und das auf zwei Rädern. Das war schon, also mein Puls ging da schon etwas stärker. Nicht wegen der Aufregung des Films. Unsere Kunden sollen natürlich merken, auch anhand dieses Jubiläums, auch anhand des Films, was die Sparkasse Habichburg-Sude auszeichnet, warum es der richtige Finanzpartner an ihrer Seite ist. Und für unsere Mitarbeiter ist es natürlich nochmal wichtig, auch mit Stolz auf das zurückzublicken, was wir die 175 Jahre insgesamt geschafft haben und auch mit Zuversicht in die Zukunft zu schauen.